Okay, wir gehen jetzt erstmal da hoch und decken das hier auf, was wir am Anfang hätten schon aufdecken können. Dann gehen wir hier runter und decken das Gebiet noch auf. Und dann sind wir hier auch fertig und können nach Nashkel weiter. Und uns in der Stadt umsehen und den Ankeg-Panzer holen. Aber ja, das schnelle Plündern finde ich gar nicht mehr so schlecht. Oder das schnelle Einsammeln. Habe ich eigentlich geguckt, was... östlich von hier ist? Weil Ulcastors Schule ist östlich von dem Gebiet gewesen. Ah ja. Wie ihr wünscht. Gut. Gut, gut. Oh, Banditen. Die greife ich lieber von hier drüben aus an. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Hey, dein Kumpel hat dich im Stich gelassen. Was wollt ihr? So, immerhin ist noch nicht überladen. Was ist es diesmal? Nera kann noch ein bisschen was tragen. Wo, wie ihr wünscht. So. Da ist er. Oder vielleicht frostigen Tod. Okay, das ist alles Plünder. Das ist auch gut zu wissen, dass es das auch gibt. Ja? So, mehr Pfeile für Imoen. Nur zu fragen. Portalpanzer winden. Hi. Hey, runter von meinem Grundstück, Eindringlinge. Das wäre... Machst du sehr schön, Kumpel. Das Eremitenleben ist ganz schön hart, wenn einem die Leute immer fragen, nachdem sie des Lebens belästigen. Lest doch einfach ein Buch. Portalbänderwinden befiehlt es so. Euer Grundstück. Nein, warte, ich hatte gehofft, mit euch sprechen zu können. Habt ihr in eurer Abgeschiedenheit Einsicht gewonnen, die mir nützen könnte? Erzählt mir nicht solchen Blödsinn, alter Dummkopf. Habt ihr etwas Nützliches für mich? Informationen oder Gegenstände vielleicht? Entschuldigt, dass ich euren Frieden störe. Ihr lebt wohl zweifelnd isoliert, weil ihr alleine bleiben wollt. Auf jeden Fall, das sind meine seltsamen Angewohnheiten. Außerdem haben die Leute nichts gegen Ratschläge, wenn sie sowieso welche brauchen. Aber es geht ihnen doch auf die Nerven, wenn einer andauernd Sprichwörter und Volksweisheiten von sich gibt. Das ist schlimmer, als wenn einem eine Laus über die Leber läuft, versteht ihr? Na na, puh, es macht wirklich keinen Spaß, euch anzusehen. Wenn ich einen Kommentar zu meinem Aussehen hören wollte, hätte ich euch darum gebeten. Pa, ich habe keine Zeit, an solche wie euch zu verschwenden. Eure Beleidigungen sind fehl am Platz. Ich wollte nur reden und ihr hättet nur Nein sagen müssen. Ich werde euch jetzt verlassen. Wartet noch, es tut mir leid. Ihr habt meine Worte missverstanden. Ich bin manchmal etwas unverständlich. Ich will mich jetzt aber klar ausdrücken. Ich meinte, dass man eure Aura kaum ansehen kann. Sie ist so außergewöhnlich instabil. Ihr seid buchstäblich nicht mit euch selbst im Reinen. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen, aber das kann auch daran liegen, dass Leute eures Schlages nicht besonders lange leben. Ich würde euch ein gewaltsames Ende prophezeien, aber ich kann eure Zukunft nicht sehen. Es sieht so aus, als sei eure Münze auf der Karte zum Stehen gekommen. So, genug geredet. Ich habe schon viel zu viel von eurer und meiner Zeit verschwendet. Geht jetzt. Thank you.
Gut, das war der Einsiedler, der zu viel Grütze gegessen hat. Könnte man so sagen. Wobei er halt mehr weiß, als wir wissen. Oder unser Charakter halt weiß. So, jetzt haben wir hier alles erkundet. Wir können der Straße nach Nashkel folgen. Nashkel erstmal im Warenhaus alles verkaufen und eine Runde rasten. Wie spät haben wir es denn? 2 Uhr nachts. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, jetzt ist 10 Uhr morgens. Ja, das hier ist Rassad. Der ist, glaube ich, auch einer der neuen. Die Kunststücke sind ganz leicht, wenn man gelernt hat, die Energien durch Selunes Licht zu bündeln. Was genau tut ihr hier? Seid ihr eine Art Zirkusartist? Ich wette, ihr könnt das nicht, während ihr mit einer Axt, einer Summenschüssel und einem Igel jongliert. Jetzt vielleicht noch nicht. Aber wenn ich meine geistigen und physischen Fertigkeiten weiter verbessere, indem ich mein inneres Licht nach außen scheinen lasse, könnte ich auch solche Kunststücke noch erlernen. Mein Name ist Rassad und ich bin ein einfacher Mönch vom Orden der Sonnenseele. Möchtet ihr mehr über den Orden der Sonnenseele erfahren? Ja, bitte. Der Orden der Sonnenseele wurde einst gegründet in der Zeit von... Hey, was glaubt ihr, wer ihr seid? Eine Art Kampfkünstler? Kommt schon, schlagt nach mir! Ich fordere euch heraus! Ich bin nicht hier, um zu kämpfen, sondern zur Demonstration einiger... So ist das also, ja? Ihr prahlt herum und gebt vor, ganz der harte Mann zu sein. Aber in Wahrheit seid ihr nur ein Feigling. Ich scheue nicht davor zurück, mich zu verteidigen. Aber ich lege es nicht auf sinnlose Auseinandersetzungen an. Stattdessen wünsche ich, das Licht der Herren des Mondes zu verbreiten. Ah, jetzt verstehe ich. Ihr seid irgendeine Art Priester, der vorgibt, kämpfen zu können, aber in Wahrheit bettelt ihr nur. Ein Sonnenseelenmönch gebraucht Körper, Geist und Seele zu gleichen Teilen, aber nicht, um seine überlegene Kampfkunst zu beweisen. Vielmehr geht es ihm darum, die Leben derer, die um ihn sind, zu verbessern. Deswegen ist er ein guter Charakter und passt nicht in unsere Gruppe. Ja, ja, spart euch das für die Tempelschule. Wenn ihr jeden Kampf scheut, werde ich meine Zeit nicht mehr mit euch verschwenden. Ihr tut das Richtige, Rassad. Ich bewundere es, wenn ein Mann für seine Prinzipien ansteht. Insbesondere, wenn er auf Unverständnis stößt. Ich schätze, Erleuchtung bringt weniger Goldmünzen als ein guter Faustkampf. Was, Rassad? Werdet ihr es ihm nun zeigen, Glatzkopf, oder könnt ihr nur leere Worte schwingen? Nehmen wir mal die 2. Nein, ihr habt recht. Viele finden lediglich körperliche Aktivitäten reizvoll. Um wahre Erleuchtung zu erlangen, müssen Körper, Geist und Seele zu einer Einheit werden. Also ich habe jetzt gerade das 2. genommen. Ich bin gerade ein bisschen schnell gewesen. Ihr klingt wie jemand, der die Lehren meines Ordens schätzen würde. Darf ich euch mehr über Selune und die Sonnenseelenmönche erzählen? Sagt mir, warum verehrt ihr Selune? Unter den Erben von Amaronators Macht ist Selune die erbittertste Gegnerin der spirituellen Dunkelheit. Denn schließlich ist sie der strahlende Widerpart von Shar, der Herrin der Nacht. Okay. Der Herrin des Mondes wiedergespiegelter Glanz ermutigt uns, unser inneres Licht auf die Bedürftigen scheinen zu lassen. Im Angesicht von Lügen bringen wir die Wahrheit, im Angesicht von Hass bringen wir Mitgefühl. Okay. Das klingt nach einer guten Philosophie. Ich hoffe, ihr preist diesen Kram nicht beim Klinkenputzen an. Solange mir euer Glaube nicht in die Quere kommt, könnt ihr glauben, was ihr wollt. Ja, das klingt am meisten nach unserem Baden. Was möchtet ihr noch wissen? Erzählt mir mehr über den Orden der Sonnenseele. Der Orden der Sonnenseele wurde schon vor langer Zeit, in den Tagen von Nesseril, gegründet. Damals wurde er Bruderschaft der Sonne genannt. Und seine Mitglieder dienten dem Sonnengott Amaronator.
Mit dem Untergang Nesserils verschwand auch Amaunator. Einige glauben, dass seine Macht auf andere Götter übergegangen ist. Verschiedene Teile des Ordens haben sich einigen dieser Götter zugewandt. Die meisten verehren Latanda, manche Selune und einige wenige Sune. Die Gemeinschaft, der ich mich angeschlossen habe, verehrt Selune, die Herrin des Mondes. Das Milchmädchen ist ein passender Name für Schars Bluten ihre Schwester, sagt Viziona. Das passt. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas in der Richtung kommt. Deswegen ist es keine gute Idee, ihn aufzunehmen, wenn wir Viziona in der Gruppe haben. Da muss ich widersprechen, Verehrte. Da ihr eine Dunkelelfe seid, kann ich verstehen, dass ihr den Schatten anhängt. Aber vielleicht könnt ihr dennoch euren Weg ins Licht finden. Mhm. Doch vielleicht gewähre ich dir die Gnade, dich an die, das kühle, beruhigende Geflüster der Herrin der Nacht einzuweihen. In diesem Punkt werden wir uns wohl nicht so schnell einig werden. Aber ich schätze eure Bemühungen, meinen Glauben auf die Probe zu stellen. Ihr werdet sehen, dass er stark ist. Was möchtet ihr noch wissen? Das reicht fürs erste Lebwohl. Möget ihr im Mondlicht wandeln, bis wir uns wiedersehen. Ja. Was hat sie zu sagen? Oh, euch ist nicht zufällig ein Mann begegnet? Ungefähr so groß und, naja, etwa so breit? Dieser Taugenicht. Tut mir leid, ich kann euch nicht weiterhelfen. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, ich hab genug davon. Dümdidüm. Und ja, das geht immerhin immer noch gegen den Strich, dass ich sie Sachen plündern lasse. Aber wir nehmen alles mit, was wir brauchen können. Im Gegensatz zu unserem letzten Charakter, unserer Kämpferklerikerin, die nur wirklich mitgenommen hat, was nötig war. Also nicht die Leute beklaut hat um Geld oder so. So, schlafen wir mal wieder wie ein Edelmann. Worum geht es, wie ihr wünscht? Und ja, es gibt auch Leute, die was dagegen haben, dass ich das schöne Rastbild genieße. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, die patrouillierenden Söldner. So, hi. Wie ihr wünscht. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. So. Gürtel der Gegensätze, den verkaufen wir. Der bringt einfach nichts. Und ja, der Gürtel bringt nur ein Gold. Verkaufen wir mal es hier. Verkaufen die ganzen Helme. Hat Viziona eigentlich einen Helm auf? Ja, hat sie. Der habe ich die Augen der Wahrheit. Hm. So, dann geben wir mal alles, was wir verkaufen wollen, an Kegane und Shartil. Shartil kriegt nachher Keganes Rüstung. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oder nee, die gebe ich Viziona. So, immer ein bisschen. Gut. Weil gut, ich könnte hier
Kettenhemd zum Beispiel kaufen. Also er könnte einen Plattenpanzer tragen. Sie könnte auch einen Plattenpanzer tragen. Sie könnten Schienenpanzer tragen.